Dann zwei grüne Verpackungen Eros Mandelzotti und Kolbenfresser. Mandeln mit italienischen Kräutern. Und hier unten haben wir einmal geröstet und gesalzene Maiskörner. Dann haben wir drei braune Päckchen Rumdaddeln, Datteln und Rosinen in weißer Schoki und Rumaroma. Sehen so lecker aus, genauso wie Kaffee to go mit schokolierten Kaffeebohnen und Mandelkernen. Und hier oben haben wir Tiramisaurus, schokolierte Mandeln mit Tiramisu-Aroma. Dann haben wir noch pinke Boxen, die sind mit Früchten wie King Louis mit Bananenchips und Sauerkirschen, Juicy Mango mit puren getrockneten Tomaten und Big Apple Apfelringe und Cranberries mit Apfeldicksaft. Mache ich wieder eine Umfrage: King Louis, Juicy Mango oder Big Apple? Und welches der vielen Snacks würdet ihr von Bite Box als erstes vernaschen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare.